Ich könnte mir auch ausnahmsweise vorstellen, dass der Trainer noch mal eine Chance bekommt. Die Führung muss sich halt entscheiden. Entweder, sie können natürlich den Trainer jetzt stützen und sagen, wir gehen mit dir bis zum Ende und du darfst hier alles machen, was du dir so vorstellst. Das heißt, es geht auf die Spieler und die Führung, die sieht genau, was auch die Spieler da produzieren und leisten. Und ich glaube nicht, dass sie nochmal den Fehler machen wollen, nicht den Fehler, aber vom letzten Jahr. Das heißt, den Spielern Tür und Tor offen, Alibis geben, dass sie sagen, der Trainer ist dran schuld und wir nehmen euch aus der Verantwortung raus. Also sie könnten ja sagen, Niko Kovac hat unser Vertrauen und jetzt fängst du mal an auszusieben. Nur dann ist die Frage, was gibt dieser Kader her? Die haben Verletzte, die haben junge Spieler. Die haben 6 Profiverträge für junge Spieler gegeben, von denen kommt keiner zum Einsatz. Also hinten dran ist da wenig. Das heißt, er hat halt kaum Möglichkeiten zu sagen, okay, dann lasst uns mal jetzt auch die Spieler aus der Verantwortung nehmen. Ich setze sie auf die Bank und bringe vielleicht junge, hungrige Spieler. Die Möglichkeiten hat er gar nicht. Er hat ja schon alle eingesetzt. Ne? Insofern ist es eine schwierige Situation. Aber eigentlich müsste der Verein auch mal sagen, so Nico, du bist unser Mann und du gehst jetzt den Weg und wir gehen mit dem. Auch wenn wir dieses Jahr vielleicht nicht den ganz großen Erfolg haben. Aber es wäre eigentlich mal Zeit dafür, wenn das Personal da wäre. Und da sind wir wieder bei den Personalplanungen. Da haben die Bayern einfach zu viele Fehler gemacht vor dieser Saison.